Eine runde Sache und ein wichtiger Sieg für die Handballer vom Oranienburger HC. Auch diesmal wieder viele Fans dabei, für die der Verein extra einen Bus organisiert hatte. Dank ihrer Unterstützung und der bärenstarken Leistung von Torwart Ivan Szabo konnte ein wichtiger Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft der Füchse Berlin beklatscht werden. Also auf jeden Fall. Wir haben hier eine auswärts eine Heimspielatmosphäre erleben dürfen. Das war schon sehr krass. Also super Stimmung. Also das war würdig für ein Landesderby. Während des Spiels war schnell klar, dass der OHC mit dem Ziel, einen Sieg einzufahren, in die Lilly-Hennoch-Sporthalle gekommen war. Dafür sollten auch die Verletzungssorgen der Oranienburger keine Ausrede sein. In der ersten Halbzeit zeigte die Abwehr der Gäste ihr ganzes Können. Die Füchse aus Berlin ließen viele Chancen liegen. Mit einigen geblockten Würfen hatte die Defensive einen großen Anteil am Sieg. Wir haben überragende Abwehr gespielt, Schlüssel zum Erfolg mit Sicherheit. Ivan hält dahinter, vor allem in der zweiten Halbzeit noch stärker als in der ersten Halbzeit. Von daher, heute sind wir sehr, sehr glücklich, sehr zufrieden. In der zweiten Halbzeit blieb das Team von Trainer Christian Pahl dann am Drücker. Mit einer guten Teamleistung und starken Toren fuhren die Gäste am Ende einen souveränen und verdienten 34:22 Sieg ein. Die Freude über den Sieg auch bei Ex-Füchse-Spieler Dennis Schmöker deutlich zu spüren. Vor allem die Fans hatten es ihm am heutigen Tag angetan. Mit den Leuten hier im Rücken, und von daher hat das extrem Spaß gemacht. Und wir sind hier auf so einer kleinen Welle heute geschwommen. Und ich glaube, das sieht man dann auch im Endstand. Und von daher war es sehr schön. Nächste Woche geht es für die fünf platzierten Oranienburger ins Spitzenspiel gegen den Tabellendritten TSV Altenholz. Wenn die Fans beim Heimspiel wieder für so eine Stimmung sorgen, dann schwimmen die Oranienburger vielleicht auf der Erfolgswelle weiter.